Stevie, herzlichen Glückwunsch zu dem wichtigen Sieg heute, 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. War aber anfangs ein hartes Stück Arbeit. Ja, sicher. Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen. Es ist uns wenig gelungen, im Spielaufbau und auch was Pressing angeht und Zweikampfführung. Das war alles nicht dabei oder nicht vorhanden in der Anfangsphase. Ich glaube, mit dem Führungstreffer ist uns danach sehr viel gelungen. Und das Fußball, was wir spielen wollen, ist uns danach gelungen. Die Tore sind zum ganz, ganz wichtigen Zeitpunkt gefallen. Kurz vor der Halbzeit und Mitte der zweiten Halbzeit, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das ist immer wichtig. Das macht das Spiel ein bisschen einfacher. Das nimmt etwas Selbstvertrauen für den Gegner immer. Das war für die Wolfsburger dann letztendlich zu viel. Aber danach ging unser Spiel sehr gut auf. Nach dem 1-0 in der Halbzeit wussten wir, dass das Wolfsburg kommen muss. Haben sie auch getan oder versucht. Und danach hatten wir sehr viele Konterchancen. Und das war genau das, was wir spielen wollten. Und ich bin froh, dass es aufgegangen ist und dass wir gewonnen haben. Nun sind wir wieder die Nummer 1 im Norden. Das würden wir auch gerne am Ende der Saison sein, weil das würde bedeuten, dass wir die beiden hinter uns lassen und vielleicht Siebter werden. Ja, klar ist es unser Ziel, nochmal die Euroleague zu schaffen. Ohne Wenn und Aber. Wie wir das schaffen, welche Tabellenplatz, das weiß ich nicht. Aber wir müssen weiterhin fleißig punkten und am besten gleich in Hamburg anfangen. Habt ihr auch so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht als Ziel, ungeschlagen die ganze Saison zu bleiben, zu Hause in der Bundesliga? Nein, Ziel ist es nicht. Schön wäre es, nehmen wir gerne mit. Aber wir denken von Spiel zu Spiel. Und Hamburg ist jetzt dran und für die geht es um sehr, sehr viel. Und es wird ein hartes Spiel. Aber da können wir, glaube ich, befreit aufspielen. Stevie, herzlichen Dank.